Herzlich willkommen zu meinem Vortrag hier auf den Co-Talks. Das Thema soll sein Domain-Driven Design oder wie wir auf Twitter sagen, Hashtag DD Design. Okay, das habe jetzt nicht ich gemacht. Ich werde eine schnelle Folge von Folien haben, aber nicht so schnell. Für die jüngeren Kollegen unter euch, hier vorne sind auch Plätze frei, wenn ihr mögt. Für die jüngeren Kollegen unter euch, was ist das für ein Design von Domain her? Okay, und die, die jetzt nicht gelacht haben, ist auch okay. Ihr dürft euch ganz offiziell alt fühlen. Tja, für die, die es noch nicht wissen, wir sind hier auf den Code Talks. Und weil der Nachmittag fortgeschritten ist und einige vielleicht ein bisschen verkatert sind und andere in der Fressnarkose, fange ich gerne mit einer kleinen Übung an. Und dafür bitte ich euch einmal alle aufzustehen. Ihr könnt gleich stehen bleiben. Super. Großartig. Genau, und dann würde ich einmal sagen, damit wir uns kennenlernen, einmal nach links drehen, einmal nach rechts drehen, guten Tag sagen. So, und hier ist schwierig. Hallo. Und jetzt wird's, kommt die Pro-Aufgabe, einmal umdrehen und hinten auch guten Tag sagen. Okay, super. Sehr schön. Und jetzt wird es besonders schwierig, denn jetzt bitte ich euch alle auch noch eure Taschen zu nehmen und möglichst nah zu mir ranzukommen, dass wir hier eine schöne gepackte Auditorium haben. Das gilt natürlich insbesondere für die, die hinten sitzen. Das darf man nicht hinterher sagen. Genau, und ihr, die hier steht, kommt gerne, hier sind noch jede Menge Plätze frei. Super. Okay. Klasse, sehr schön. Ich verspreche auch, mehr mitmachen muss man nicht. Und werde auch kein Wasser hier verspritzen und so. Okay, wer bin ich? Mein Name ist Henning Schwendner oder auf Twitter @hschwendner und auch auf den sonstigen einschlägigen sozialen Netzen heiße ich Herr Schwendner. Für die jungen Kollegen besonders wichtig Snapchat. Für die anderen vielleicht interessanter Speaker Deck, da findet man nämlich hinterher die Folien. Also auch da speakerdeck.com/hschwendner. Wer bin ich? Oder was habe ich getan? Ich habe mal Informatik studiert hier auf der anderen Seite des Bahnhofs an der Uni Hamburg. Und ich mag gerne gutes Essen und guten Fußball, was hier ja nicht immer so leicht ist in der Stadt. Gutes Yoga und ich bin stolzer Vater. Aber hier bin ich natürlich, um über die Arbeit zu reden. Und ja, und bei der Arbeit, da bin ich Berater und Softwarearchitekt. Sowas steht jedenfalls auf meiner Visitenkarte drauf. Meine Brötchen verdiene ich aber im Moment eigentlich mit dem, was ich hier tue, als Trainer, als Coach. Ich stehe vor Leuten und erzähle denen, wie das richtig geht mit der Softwareentwicklung. Oder jedenfalls, wie ich glaube, dass das richtig geht. In der Tiefe meines Herzens bin ich aber natürlich, geht das oder schreie ich euch an? Geht, okay. In der Tiefe meines Herzens bin ich aber eigentlich Programmierer. Also mit der Hand am Arm Software entwickeln. Das ist das, was ich tun will. Deswegen finde ich auch gut, dass die Veranstaltung hier Code Talks heißt. Coden und drüber reden, das passt eigentlich genau zu dem, was ich tue. Technologisch bin ich typischerweise unterwegs mit Java und C-Sharp und oder. Viele Projekte auch, wo beides dann vorkommt. Ich habe allerdings auch eine ganze Zeit meines Lebens, meines Arbeitslebens mit SAP verbracht und ABAP programmiert. Ja, ich arbeite hier in Hamburg für eine Firma, die heißt WPS Workplace Solutions, also Wilhelm, Paula, Siegfried. Wilhelm, Paula, Siegfried. Oder für die jüngeren Kollegen, was ist das für ein Henning? Hallo, IBIMS von WPS her. Ja, wer ist die WPS? Wir sind so ein Laden von 80 Leuten, Softwareentwickler, Architekten. Und unser Motto ist Business Software, die Spaß macht. Wo man sich erstmal fragt, Business Software und Spaß, wie kann das zusammengehen? Ist Business Software nicht das hier grau, mit Tastatur gesteuert, wenn man mit Glück hat, mit Maus gesteuert? Nein, das Gute ist eben, heute ist auch Arbeitssoftware auf dem Smartphone, auf dem Tablet.
Und da wird es interessant auch auf sowas, auf überdimensionalen Touch-Tischen. Also das ist wie ein Tisch, wo im Prinzip ein iPad oder so oben drauf geknallt ist. Und da kann man dann Multitouch auch nutzen, um Multi-User-mäßig daran zu arbeiten. Also kann man mehreren Leuten gleichzeitig anfassen. Also Business-Software, die Spaß macht. Und das passt gut zu dem Thema, was ich heute hier habe, Domain-Driven Design. Da geht es nämlich auch darum, dass der Anwender Spaß hat, der hier oder die hier, der Wichtige. Und tatsächlich werdet ihr merken, wir werden damit auch mehr Spaß haben. Okay, was ist der Inhalt, den wir uns heute angucken? Ancient Wisdom, hoffe ich, dass ich den hier präsentieren kann. Wir haben nur eine Dreiviertelstunde Zeit, deswegen wird das ein ziemlicher Parforce-Ritt. Und ihr müsst mir verzeihen, wenn ich euch ein bisschen hier die Gerte gebe. Das ist dann nicht persönlich gemeint. Wichtige Fachbegriffe von DDD, die sehen wir hier draus. In der Mitte ganz fett das Domain Model, das Domänenmodell, das Fachmodell. Und dann so rundherum gliedern sich andere Dinge. Die Ubiquitous Language, links oben, das ist die Sprache, die wir gemeinsam haben wollen mit unseren Anwendern, mit unseren Fachexperten. Strategic Design, das ist DDD im Großen. Da geht es um sowas wie Bounded Context. Gucken wir gleich genauer rein. Tactical Design, das ist DDD im Kleinen. Da geht es um die Building Blocks. Sowas wie Entity und Value Object, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Müssen wir mal schauen, ob wir da noch ankommen und wir genug Zeit haben. Ja, und was liegt links und rechts von Domain-Driven Design? Da liegen auch viele interessante Themen. Ein paar Buzzwords habe ich hier mal aufgeschrieben. Microservices kann man nicht dran vorbeigehen, muss man heutzutage sagen, wenn man über Softwareentwicklung redet. Werde ich auch häufiger sagen. CQRS, Event Sourcing, auch so Buzzwörter haben wir keine Zeit für. Agile, ja, DDD funktioniert vor allen Dingen dann, wenn ich agil vorgehe. Und Einhörner haben nichts zu tun mit Domain-Driven Design, aber auch die muss man in 2017 auf seinen Folien haben. Okay, von 2017, also von der Gegenwart in die Vergangenheit, in die Geschichte. Mal schauen, wo kommt das Ganze eigentlich her? Das Blue Book, in dem Domain-Driven Design zum ersten Mal beschrieben wurde, hat Eric Evans, hier der Vater von DDD, schon 2004 veröffentlicht. Und dann sind diverse andere Bücher erschienen. 2013 Event Storming ist auch noch eine interessante Geschichte. Und im letzten Jahr hier von Vaughan Vernon, Domain-Driven Design Distilled, für den Leser, der nicht so viel Zeit hat. Und in diesem Jahr vor kurzem erschien das Ganze auf Deutsch. Und gerade die deutsche Übersetzung möchte ich euch sehr ans Herz legen. Also die ist fast besser als das Original. Die habe ich nämlich gemacht zusammen mit meiner Kollegin Carola Lilienthal. Mit der ich den Talk auch manchmal zusammengebe, die aber heute leider nicht da sein kann. Okay, und wie alles steht auch DDD auf den Schultern von Giganten. Wer ist noch da gewesen? Ja, Mel Conway hier 1968 schon Conway's Law formuliert und dann Object-Oriented Software Construction, Bertrand Meillet, eine wichtige Grundlage. Und natürlich Martin Fowler, an dem kann man auch nie vorbeigehen. Patterns of Enterprise Application Architecture. Okay. Haben wir auch nicht viel Zeit für. Und dann natürlich nicht zu vergessen, 2015 Emoji wird Teil des Unicode-Standards. Seitdem haben wir die Einhörner auch da drin. Ja, und wo wir bei Geschichte sind, ich möchte euch auch erstmal eine kleine Geschichte erzählen, so wie mein Vater hier, meinen Söhnen, eine Geschichte erzählt. Und weil wir in Hamburg sind, ist das natürlich eine Geschichte über die Seefahrt. Heutzutage hat Seefahrt meistens mit Containern zu tun und stellen wir uns vor, ein Containerschiff, das in Shanghai auf Reise geht und nach Hamburg fahren soll. Hier, bis zur Elbphilharmonie. Endlich kann man die auf Folien drauf machen. Gut, ist vielleicht noch nicht ganz die Skyline von Shanghai. Ja, das Schiff fährt in Shanghai los und fährt um die halbe Welt, durch den Suezkanal, durch diverse Meere und kommt in der Nordsee an und bemerkt dann, Hamburg liegt ja gar nicht an der Nordsee. Hamburg liegt überhaupt nicht an einem Meer. Ich muss noch die Elbe hochfahren, 100 Kilometer. Und das ist für so ein Containerschiff ziemlich doof. Denn die Elbe, der Hafen, den man hier drauf sehen kann, der ist im Vergleich zum offenen Meer ziemlich schmal und ziemlich flach. Also, was machen wir? Wie kriegen wir die Schiffe trotzdem in den Hafen rein? Hier die 100 Kilometer, die Elbe hochgeschippert. Wie kann das funktionieren? Erste Antwort, gar nicht. No way. Wird nicht funktionieren. Aber zum Glück ist der Hanseat an sich findig. Und hier in Hamburg gibt es
eine spezielle Behörde, die sich darum kümmert. Die HPA, die Hamburg Port Authority. Das ist der vornehme Name für Hafenmeisteramt. Aber in Hamburg ist alles immer ein bisschen gediegener und deswegen heißt es bei uns HPA. Und der Hafenmeister heißt auch nicht nur Hafenmeister, sondern der heißt Hafenkapitän. Das macht mehr her. Und das ist ja auch eine ganze Menge, um die er sich kümmern muss. Und die HPA, die hat unter anderem das hier, die betreibt diese nautische Zentrale. Die nautische Zentrale, die kann man sich vorstellen wie am Flughafen den Tower. Das ist die Zentrale, die koordiniert, wann können Schiffe einlaufen, wann können Schiffe auslaufen. Und dafür verwendet die sowas hier, große Papierkarten, sogenannte Peilpläne. Und da werden die Manöver simuliert. Also man schaut erstmal, bevor man das Schiff wirklich in den Hafen einfahren lässt, kann das überhaupt passieren und wie kann die Route sein? Und wenn man näher reinzoomt auf so eine Karte, dann sieht man hier, da sind ein Haufen Zahlen drauf. Sogenannte Tiefenzahlen. 11,5 sieht man da zum Beispiel. Dann gibt es hier noch so Linien, das sind Tiefenlinien. Die funktionieren im Prinzip wie Höhenzahlen und Höhenlinien, nur eben in die andere Richtung. Könnt ihr euch vorstellen. Wo kriegen wir diese Tiefenzahlen her? Die müssen natürlich einigermaßen aktuell sein. Dafür gibt es diese sogenannten Peilschiffe. Das sind Schiffe, die fahren durch den Hafen und mit Echolot messen sie die Elbe. Und hier für die nicht des Plattkundigen, das sind Deepenschreiber heißen die, also Tiefenschreiber. Und hier vorne, da sieht man so ein Baggerschiff. Die kommen da, wenn es nicht mehr tief genug ist. Und machen die Fahrrinnenanpassung. Das ist der politisch korrekte Begriff für Elbvertiefung. Fahrrinnenanpassung. Okay, diese Peilschiffe, die schicken ihre Daten hierhin, in die nautische Zentrale, in den Peildienst in der Speicherstadt. Und die verarbeiten die Daten natürlich mit dem IT-System und drucken das Ganze aus, stecken es in die Post und am nächsten Tag landet es dann in der nautischen Zentrale. Die nautische Zentrale packt die Post aus, legt den Peilplan auf den Peilplan, der schon da war, oder auf den Peilplan des Bereiches. Ein Peilplan kann nicht den ganzen Hafen abdecken, sondern nur ein Stück, viele Peilpläne. Und dann hat man so eine historische Betrachtung. Also man kann die obere Karte dann hochnehmen und runternehmen. So kann man sehen, wie war es vorher, wie es ist jetzt. Wenn man die Schublade zuschiebt, dann sieht es so aus, da sind die unterschiedlichen Gebiete drin des Hafens. Mehrere von diesen Kartenschränken. Wie machen wir jetzt die Manöversimulation? Dafür haben wir solche kleinen Pappsilhouetten. Die haben die gleiche Form wie das Unterwasserschiff, unseres Containerriesen oder sonstigen Schiffs, was wir simulieren wollen. Und damit fahren wir, das ist kein Witz, fahren wir jetzt über den Peilplan und sehen, wann kommen wir in einen Bereich, wo es zu flach ist. Also interessant ist das hier vorne, berühren wir da irgendwie zu flache Stellen. Wenn es zu flach ist, ja, dann können wir da nicht langlaufen. So planen wir uns eine Route. So, zu einem Überfluss fließt die Elbe zwar meistens raus in die Nordsee, aber nicht immer, sondern die Nordsee kommt gerne auch mal zurück. Wir haben hier, auch wenn es ein Fluss ist, die Elbe, haben wir Ebbe und Flut, haben wir Tide. Und das ist natürlich für das, was wir machen wollen, eine gute Sache, denn wenn die Flut da ist, dann haben wir mehr Wasser da und dann können wir auch Schiffe mit höherem, mit größerem Tiefgang hier reinkriegen. Und dafür gibt es vom Hydrologischen Dienst noch so eine Tide-Vorhersage. Das ist wie eine Wettervorhersage, nur mit dem Unterschied, dass sie auch funktioniert und typischerweise eintritt. Und da sieht man hier so eine Tide-Kurve. Da kann man dann sagen, okay, wenn ich ein Manöver in 3 Stunden ausführe, dann habe ich nochmal 4 Meter mehr. Okay, dann wird das funktionieren. Ich gehe eine Folie zurück. Also ich gucke als Nautiker auf diese Zahl, rechne die 4 Meter im Kopf drauf und sehe dann, okay, funktioniert das oder nicht. Da merkt man natürlich, ja, das Ganze schreit danach, dass man ein IT-System da drauf macht. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, die wir hier sitzen in dem Raum. Wir wollen jetzt Software dafür bauen. Okay. Ja, wir sind Techniker, der Cyber ist stark in uns. Deswegen beantworten wir zuerst die wichtigen Fragen. So, die wichtigste Frage ist natürlich, welche Programmiersprache nehmen wir? Kleiner Test, Java. Oh, schon einige. C#. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. PHP. Ist das überhaupt eine Programmiersprache? Entschuldigung. Billiger Lacher, muss ich immer mitnehmen. Okay, ja, und weitere wichtige Fragen. Welches Betriebssystem, auf dem das laufen soll? Und wie kriegen wir das hin, die neuesten Frameworks da irgendwie reinzubringen? Und nehmen wir VI oder Emacs, so das Übliche. Muss es eine relationale Datenbank sein oder kann das nicht irgendwie was NoSQL-mäßiges sein? Ja,
So das Wichtige eben. Und wenn wir Glück haben, wird uns dann klar, Moment mal. Worum wir jetzt gestritten haben, hat das irgendeins von unseren Problemen, die wir uns in der Fachlichkeit angeguckt haben, gelöst? Also haben wir es irgendwie geschafft, dass die Schiffe jetzt näher an der Kaikante sind als vorher? Irgendwie nicht. Ne? Ja, und das ist das Schreckliche. Da kommen mir selber auch immer die Tränen an dieser Stelle. Es ist hart. Software wird nicht für sich selbst gebaut. Software ist kein Selbstzweck. Es nützt nichts. Tut mir leid, aber es ist wahr. Software bauen wir für andere Leute. Und wir wollen nicht das hier bauen. Wir wollen nicht in technischer Schönheit sterben. Wir wollen nicht den fliegenden Zug bauen, in den dann am Ende keiner einsteigt. So die ingenieurmäßige Meisterleistung, die dann keine Fahrgäste hat. Wollen wir nicht tun. Was wollen wir denn tun? Was ist unser Ziel, unser Zweck? Na, unser Ziel ist, wir wollen unsere Domäne unterstützen, unseren Fachbereich, unsere Anwender. Das sind die wichtigen Menschen. Wenn die ihre Arbeit leichter machen können, dann haben wir einen Erfolg, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und das heißt in diesem Fall eben, das Schiff an die Kaikante kriegen. Das müssen wir machen. Okay, und da kommt, tada, Domain-Driven Design ins Spiel. Wir haben ja schon gehört, die Domäne wollen wir unterstützen. Und genau das sagt DDD, dass wir deswegen unsere Software so bauen wollen, dass sie tief verwurzelt ist in der Domäne. Und dafür bauen wir die Software so, dass sie eine Reflexion ist unserer Domäne, eine Spiegelung unserer Domäne. Also wir wollen die Strukturen, auch die Gegenstände aus der Wirklichkeit, aus unserer Domäne wiederfinden in unserer Software. Und zwar nicht nur in dem, wie sie sich anfühlt und aussieht, sondern auch in unserer Architektur und im Code. Ja, damit wir die Fachlichkeit, die Domäne spiegeln können, müssen wir sie verstehen. Auch das eine harte Wahrheit. Wir müssen unsere Domäne, unsere Anwender verstehen, ein ganzes Stück weit. Wir wollen da nämlich ran, an ihr Fachwissen, das, was die in der Birne haben oder im Körper. Glück hat, können sie darüber reden, das äußern, wenn man Pech hat, dann nicht. Dann muss man sie beobachten dabei, was sie tun. Okay, und wenn wir die Fachlichkeit verstehen, oder während wir die Fachlichkeit verstehen, die Domäne verstehen, bauen wir uns ein Modell davon. Und das Modell, das wollen wir implementieren in der Software. Ja, und da hilft uns DDD im Großen und im Kleinen, gibt uns Hinweise im Großen und im Kleinen. Gucken wir uns mal an. Im Großen, da schauen wir die Welt als Ganzes an. Und dann versuchen wir, diese Welt zu verstehen und in unser Gehirn reinzudrücken. Und was man dann typischerweise bemerkt, was ich jedenfalls bemerke, mein Gehirn ist zu klein für die ganze Welt. Es ist nämlich viel kleiner als die ganze Welt. Ja, wie geht das trotzdem? Warum schaffen wir es trotzdem, die Welt zu verstehen? Ein ganzes Stück weit. Naja, weil unser Gehirn ein oder mehrere Tricks beherrscht. Abstraktion. Und genau das ist Modellbau. Modellbau ist Abstraktion. Wir lassen das Unwesentliche weg und behalten nur das Wesentliche. Und das Wesentliche übertragen wir in unser Modell. Und das Spannende ist ja jetzt, was ist denn das Wesentliche? Und das ist nicht unbedingt so von vornherein klar, das ergibt sich nämlich aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext. Okay, was heißt das jetzt hier für unsere Erde? Ja, ein Modell, was wir uns als Menschen typischerweise von der Erde bauen, ist so ein Globus. Das Schöne ist aber, wir müssen uns von der gleichen Sache aus der Wirklichkeit nicht nur ein Modell bauen, sondern wir können uns verschiedene Modelle bauen. Dann können wir mehrere Modelle haben und die Modelle, die können klein sein. Ein kleines Modell ist was Gutes, ein kleines Modell ist nämlich was Verständliches. Und jedes von diesen Modellen existiert eben in einem Zusammenhang und dieser Zusammenhang bestimmt, was das Wesentliche ist. Wenn wir uns hier den Globus angucken, da ist das Wesentliche, dass die Erde sich drehen kann. Das ist da drin modelliert. Hier in dieser Karte ist das nicht modelliert. Da interessiert uns offensichtlich nicht, dass die Erde sich drehen kann. Da interessiert uns, welche Erdteile es gibt und wie die heißen. Hier gibt es noch so eine andere Karte. Und besonders spannend finde ich das hier, der gute alte Dirke Weltatlas. Das ist nämlich eine Sammlung von vielen Modellen. Jede Seite in dem Atlas ist ein eigenes Modell. Sehen wir vielleicht 10 Seiten von Europa. Erst eine Karte, wo man sieht Flüsse und Seen. Dann eine Karte, wo man sieht Städte und Straßen dazwischen, dann eine Karte mit den Bodenschätzen und so weiter und so fort. Alles unterschiedliche Modelle von der Welt. Aber alles Modelle, die man für sich genommen alleine verstehen kann, weil sie leicht und einfach sind. Wenn wir diese ganzen Modelle, was ich eben aufgezählt habe, Bodenschätze, Städte, Gebirge und so weiter, in eine Karte packt, in ein Modell packt, dann wird das unverständlich. Deswegen wollen wir das nicht tun. Deswegen wollen wir leichte Modelle haben.
Und was DDD, also strategisches Design von DDD, DDD im Großen uns sagt, ist, genau das Gleiche machen wir mit der Domäne auch. Wir gucken auch die Domäne an und bauen uns Modelle davon. Und wir bauen uns auch nicht nur ein Modell davon, sondern wir wollen uns auch mehrere Modelle bauen. Also, wenn wir uns einen Menschen angucken, dann kann man den so modellieren mit solcher Holzpuppe. Da sind irgendwie die Gelenke übernommen. Das ist das Wesentliche an der Stelle. Dass ein Mensch auch Sinnesorgane hat, dass der Kleidung trägt, interessiert uns nicht in dem Modell. Emoji sind auch ein Modell für Menschen. Da wollen wir irgendwie Gefühle mit ausdrücken. Was ist da wesentlicher, dass man die Mimik sehen kann, die Gestik sehen kann? Körper ist hier weggelassen. Noch ein anderes Modell ist auch der Körper weggelassen, ein Schminkkopf. Da interessiert uns Gesundheit. Da interessiert uns nicht die Bewegung. Da interessiert uns, dass man Menschen auch schminken kann. Irgendwie die Nase und die Lippen und die Haare kann man kämmen. Alles drei unterschiedliche Modelle von einem Menschen. Und alle drei Modelle sind klar voneinander abgegrenzt. Das wollen wir in der Software auch machen. Und jedes von diesen Modellen existiert in seinem eigenen Kontext. Und was wir machen wollen, ist, dass wir eine scharfe Grenze ziehen zwischen den Modellen, zwischen den Kontexten. Und so zerteilt sich dann die Domäne, wenn wir verschiedene Kontexte bilden. Und jede von diesen Kisten, die dann da entstehen, diese scharf abgegrenzten Bereiche, die nennen wir Bounded Context. Auch ein schöner überkandidelter DDD-Begriff. Bounded, weil ja wir wollen Grenzen dazwischen haben. Context, weil das der Zusammenhang ist, in dem so ein Modell existiert, in dem ein Modell bestimmte Bedeutung hat. Ja, und wenn wir unsere Domäne aufgeteilt haben in mehrere Bounded Context, dann ist es eine schlaue Idee, dass man denen Namen gibt. Und wenn man Namen hat, dann kann man darüber reden. Also hier Bewegung, Kosmetik, Gefühle. Das wollen wir in Software auch machen. Okay, theoretisch vielleicht mal ganz schön, aber was bedeutet das jetzt praktisch in unserem Beispiel hier? Wenn wir auf das gucken, was ich euch eben erzählt habe, dann sehen wir, dass wir ganz unterschiedliche Vorstellungen, ganz unterschiedliche Modelle von Schiff haben. Ja, ne? Einmal haben wir so ein Peilschiff und da oben haben wir so eine Schiffssilhouette. Das ist irgendwie was anderes. Ne? Also vielleicht ist eine schlaue Idee, da mal Grenzen zu ziehen. Zu sagen, das sind unterschiedliche Kontexte, das sind unterschiedliche Modelle. Und Namen wollen wir dem Ganzen auch geben. Also sagen wir mal, das da oben, das ist die Manöverplanung. Das hier unten ist die Tiefenmessung. Und für die Thiele-Kurve, da brauchen wir überhaupt keine Schiffe. Okay, das ist also vielleicht nochmal was Eigenes. Auch das soll einen Namen haben. Das nennen wir Thiele-Vorhersage. So, jetzt haben wir unsere Domäne schon mal unterteilt. Hier in solche drei Bounded Contexts. Das ist eine gute Sache. Denn die Dinger sind natürlich kleiner als die ganze Domäne, die können wir leichter verstehen als die ganze Domäne. Ja, das erstmal ganz grob zu DDD im Großen. Wenn wir genug Zeit haben, gucken wir uns nachher noch mehr Details an. Aber jetzt erstmal auch ins Kleine. Was ist DDD im Kleinen? Da schauen wir rein in den einzelnen Bounded Context, auf das einzelne Modell und gucken, ja, mit welchen Dingen, mit welchen Konzepten gehen eigentlich unsere Fachexperten um, unsere Domain Experts. Was sind die Arbeitsgegenstände, die wir haben? Und wie heißen die? Und wenn das hier eine Schiffssilhouette ist, wenn die Schiffssilhouette heißt, ja, dann wollen wir das auch in unser Modell übertragen, dann wollen wir das bis in den Code übertragen. Also wir wollen eine Klasse Silhouette haben mit dem gleichen Namen, wie das auch in der Fachlichkeit heißt. Und dann wollen wir gucken, was wird mit den Dingern gemacht. Das ist noch wichtiger als das, wie die Dinger selber erstmal sind. Was wird mit den Dingern gemacht? Wie wird damit umgegangen? Und aus diesen Umgangsformen, den Arten des Umgangs, da wollen wir dann Methoden machen, wenn wir objektorientiert unterwegs sind. Also wir wollen da Methoden dran haben an dieser Silhouette, wie verschiebe um eine Länge oder drehe um x Grad. Das, was wir fachlich auch mit der Silhouette machen. Genau diesen Umgang wollen wir auch im Code modellieren. Wenn wir das haben, dann kriegen wir ein richtiges, reiches Fachmodell. Und was wir nicht kriegen, ist das hier, das Anemic Domain Model. Das ist unser Feindbild. Also das blutarme, das blutleere Fachmodell. Und da eine Warnung an dieser Stelle, wie kriege ich ein Anemic Domain Model? Ja, wenn ich Setup einsetze viel, das ist mal ein Hinweis darauf. Also Setup im Fachmodell, Bad Smell. Also sowas hier wollen wir nicht haben. Set Position, das ist nicht das, wie ich mit dem Schiff umgehe. Ein Schiff taucht nicht einfach auf an einer Stelle. Deswegen wollen wir fachlichen Umgang haben. Okay, damit wir uns so ein Fachmodell bauen können,
brauchen wir eine gemeinsame Sprache mit dem Fachbereich. Dann können wir über das Modell reden. Und wie wir von Wittgenstein wissen, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Und das wollen wir nicht tun. Wir wollen nicht zum Schweigen verdammt sein, sondern wir wollen darüber reden können mit unseren Anwendern, damit wir die Fachlichkeit kennen. Ja, wie ist es jetzt mit uns Technikern? Wir sitzen den ganzen Tag am Rechner und wenn wir nach Hause kommen, dann sitzen wir auch am Rechner oder vielleicht am Tablet oder Smartphone und spielen tun wir darauf auch. Und wenn wir schlafen, dann träumen wir davon. Ja, so ist das, ist auch okay. Deswegen haben wir eine technische Sprache und reden über sowas hier. Wir wollen auf den Feature-Branch pushen oder wir wollen ein Interface bauen oder wir wollen einen Container hochfahren. Damit ist jetzt natürlich ein anderer Container gemeint, als den, den wir da am Anfang gesehen haben. Das ist gut und schön, dass wir unsere eigene Sprache haben. Das müssen wir auch tun. Wir müssen ja über die technischen Dinge reden können. Aber hier sind noch so andere technische Dinge. Aber das ist nicht die Sprache, in der unser Fachbereich redet, der in unserer Domäne gesprochen wird. Das ist auch nicht die Sprache, die wir denen irgendwie aufoktroyieren wollen. Die haben ihre eigene Sprache im Fachbereich. Die haben ihre Fachsprache. Das Gemeine ist, jede Domäne hat noch wieder ihre eigene Fachsprache. Und immer, wenn wir in eine neue Domäne kommen, wenn wir eine neue Software bauen, müssen wir diese Sprache lernen. Ätzend, ist aber so. Hier in dem Hafen, da sehen wir hier zum Beispiel ein paar Begriffe aus der Fachsprache. Sowas, was wir schon kennen, wie der Container und ein Kran. Sowas, was wir noch nicht kennen, vielleicht wie ein Twistlock. Weiß jemand, was ein Twistlock ist? In Hamburg gibt es vielleicht ein paar. Ja? Genau, damit verriegelt man die Container zum Beispiel auf dem LKW. Also hier sieht man so das Ende von einem Trailer, da ist so ein Twistlock und das dreht sich und dann verschließt es, deswegen ist es ein Twistlock. Genau. Ja, das ist also ein Begriff, den müssen wir aus der Fachlichkeit noch lernen. Jetzt habe ich eben behauptet, Kran, das gehört in die Kategorie der Begriffe, die kennen wir schon. Das Gemeine ist aber, wenn man jetzt in den Fachbereich reingeht und sagt, lieber Domänenexperte, wie heißt das Ding? Dann sagt er, naja, das ist schon richtig, es ist ein Kran, aber es ist eine besondere Art von Kran. Es ist eine Containerbrücke. Und eine Containerbrücke ist was anderes als zum Beispiel ein Lagerkran und das spielt eine Rolle. So. Warum erzähle ich das? Weil wir uns klar machen müssen, dass wir eine Menge von unseren Vorurteilen, von dem, was wir glauben, was wir schon wissen, über Bord werfen müssen, wenn wir die Fachsprache lernen. Also wir müssen einigermaßen naiv wie Kinder daran gehen, neue Sprache zu lernen. Okay, also technische Sprache, Fachsprache, sehr schön. Aber wir wollen auch noch eine gemeinsame Sprache haben. Wir Entwickler, die Anwender oder Domain-Experts, denn wir wollen hier keine babylonische Sprachverwirrung. Wir wollen auch gemeinsam kommunizieren können, damit wir das Modell bauen können. Und was DDD sagt, ja, es ist eine gute Idee für diese gemeinsame Sprache, mit den Fachbegriffen anzufangen. Also wir wollen eine fachlich getriebene Sprache da haben und nicht eine technische Sprache. Also wir wollen den Begriff Container haben, ja, aber den aus der Seefahrt und nicht den von Docker. Und die Sprache, die wir dann uns bauen da zusammen, die nennt DDD Ubiquitous Language. Oder für die deutschen Muttersprache Ubiquitous Language. Auf Deutsch kann man das übersetzen ungefähr mit allgegenwärtige Sprache oder ubiquitäre Sprache, liest man auch manchmal. Warum ist diese Sprache ubiquitär oder allgegenwärtig? Wo ist die allgegenwärtig? Naja, wir wollen die nicht nur im Gesprochenen haben, sondern wir wollen die auch in unserer Korrespondenz, in unserem Geschriebenen haben, in den Diagrammen, die wir zeichnen und eben auch im Code drin. Überall wollen wir das haben. Deswegen ist sie ubiquitär, deswegen ist sie allgegenwärtig. Ja, und das ist eine super Sache, denn ihr habt vielleicht schon mal von Phil Carlton gehört, dass es nur zwei Dinge gibt in der Informatik, die echt schwer sind. Das eine ist Cache-Invalidation und das andere ist Naming Things. Wenn man genau hinguckt, dann sind es eigentlich zwei Probleme, die schwierig sind, nämlich Cache-Invalidation, Naming Things und Off-by-One-Errors. Und zu Off-by-One-Errors und zu Cache-Invalidation, da sagt uns DDD nichts. Aber zu Naming Things sagt es uns eine ganze Menge, nämlich nennen die Dinge so, wie sie schon heißen. Verdammt nochmal, die sind ja in der Domäne schon da. Die Begriffe wollen wir übernehmen, wollen wir uns nichts Eigenes für ausdenken. Und wir wollen natürlich nicht alles aus der Domäne übernehmen, nicht alle Fachbegriffe, sondern wir wollen nur die Schlüsselbegriffe übernehmen, nur die Key Concepts. Wenn wir uns hier nochmal eine weitere
ein weiteres Beispiel angucken für eine Fachsprache aus der Domäne. Wer erkennt die Domäne? Es ist nicht Dame, aber fast, genau. Es ist natürlich Schach. Und da haben wir hier so Begriffe, gut, das ist jetzt vielleicht eine etwas eingedampfte Fachsprache, sowas wie ein Brett, ein König, eine Schachuhr, Figuren, ein Spieler. Wenn wir jetzt hergehen und dafür Software bauen, dann sagen wir vielleicht, naja, unsere Ubiquitous Language, die besteht erstmal nur daraus. Weil die Schachuhr wir erstmal nicht modellieren in unserer Software. Die ist da nicht drin, die Funktionalität. Und dass der König eine besondere Funktionalität hat, eine besondere Figur ist, das interessiert uns erstmal nicht, subsumieren wir unter Figuren. Okay, damit fangen wir an und dann kommt die nächste Iteration, die übernächste Iteration, dann kommen natürlich auch neue Begriffe rein. Dadurch, dass jetzt Software da ist in der Fachlichkeit, nehmen wir Einfluss auf die Fachlichkeit. Der nichtmenschliche Spieler. Das ist natürlich auch irgendwie ein technisches Konzept, aber ihr merkt schon, das ist was anderes als irgendwie Klasse und Methode oder ein Docker-Container. Das ist ein fachlicher technischer Begriff. Sowas kommt natürlich schon in die Ubiquitous Language. Okay, wenn wir den Hafen gucken, was haben wir hier noch für Sachen? Ja, Peilplan haben wir schon gehört, Silhouette haben wir auch schon gehört. Auf so einer Silhouette ist ein Maßstab drauf. Auf dem Peilplan sind Tiefenzahlen drauf, Markierungen drauf. Alles wichtige Begriffe in der Fachlichkeit, die wir auch in die Software übernehmen wollen. Wo wir hinterher, wenn wir objektorientiert unterwegs sind, Klassen haben werden, die genau diese Namen haben. Ja, wie kann man so eine Sprache entwickeln? Grundsätzlich gilt für Sprachen, gute Sache ist Sprechen. So lernen Kinder das auch, zuhören und sprechen. Und dann gibt es so klassische Sachen wie das Glossar, kennt ihr, und verschiedene Workshop-Formate, die im Moment angesagt sind. Eins ist Event-Storming, ein anderes ist Domain-Storytelling. Da zeige ich zumindest mal eine Folie ein bisschen näher. So viel Zeit nehmen wir uns. Da müsst ihr mal gucken, hier sind immer so Zahlen drauf. Das sind die verschiedenen Schritte. Also erster Schritt, Peilschiff peilt Tiefe. Zweiter Schritt, Peilschiff meldet die Peilung an den Peildienst. Dritter Schritt, der Peildienst erstellt einen Peilplan. Vierter Schritt, der Peildienst schickt den Peilplan in die nautische Zentrale zu den Nautikern. Das ist ungefähr die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Genau das will man mit sowas machen, deswegen heißt es Domain Storytelling. Ich will eine Geschichte aus der Fachlichkeit, aus der Domäne erzählen. Und kann das eben hier mit so einer einfachen grafischen Notation machen. Dann habe ich gesagt, die Ubiquitous Language heißt Ubiquitous Language, weil sie allgegenwärtig sein soll, also überall, im Gesprochenen, im Geschriebenen, im Code. Aber die Ubiquitous Language hängt auch direkt eng mit unserem Modell zusammen und eine Ubiquitous Language existiert immer innerhalb eines Bounded Context. Jeder Bounded Context hat seine eigene Sprache. Jedes Modell hat seine eigene Sprache. Und auch wenn wir da ähnliche Wörter haben, haben die vielleicht ein bisschen eine unterschiedliche Bedeutung. Das heißt also, so eine Ubiquitous Language, die ist eher sowas wie ein Dialekt oder wie eine Familiensprache. Die ist klar, klein und klar abgegrenzt und sehr viel exakter als eine natürliche Sprache. Wenn wir hier drauf gucken, auf diese beispielhaften Ubiquitous Languages in den Bounded Contexts, die wir vorher schon gebaut haben, also hier die Manöverplanung und die Tiefenmessung, dann sehen wir in der Tiefenmessung, da haben wir sowas wie eine Tiefenzahl und ein Peilschiff. Das sind da wichtige Begriffe. Und in der Manöverplanung, da haben wir einen Peilplan, eine Markierung und auch eine Tiefenzahl. Okay, sehen wir, Tiefenzahl kommt in beiden Sprachen vor. Peilschiff kommt nur in einer Sprache vor, okay, kein Problem, aber was ist mit diesen Tiefenzahlen, die in beiden vorkommen? Da gucken wir mal näher rein. Auch hier wieder Wittgenstein, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Das wollen wir hier auch. Die Grenzen meiner Sprache sollen die Grenzen meines Kontexts auch sein. Und wenn wir hier auf die Definition drauf gucken von der Tiefenzahl, dann sehen wir in der Tiefenmessung, da sagen wir, die Tiefenzahl ist die per Echolot gemessene Tiefe bei normal Null. Und in der Manöverplanung, da sagen wir, die Tiefenzahl ist die Tiefe an einem bestimmten Ort unter Berücksichtigung von Ebbe und Flut. So, merkt man schon, das ist was Unterschiedliches. Ne? Da sieht man auch, warum wir zwei Modelle haben wollen, warum wir auch zwei Implementierungen von unseren Modellen haben wollen. Wir wollen im einen Bounded-Kontext eine Klasse Tiefenzahl haben und im anderen Bounded-Kontext auch eine Klasse, die Tiefenzahl heißt, die eine unterschiedliche Implementierung haben. Dann versucht das mal in einer Implementierung unterzubringen. Kann man machen, werden aber ätzende Fallunterscheidungen an allen möglichen Stellen. Das ist ätzend, wollen wir nicht. Bitte? Ah, nichts. Okay, das sind erstmal die drei Pfeiler von DDD. Strategic Design, Ubiquitous Language, Tactical Design. Jetzt haben wir noch 10 Minuten Zeit.
Deswegen will ich noch ein bisschen tiefer reingehen in die Details. Einmal vom taktischen Design, einmal vom strategischen Design. Beim taktischen Design, da haben wir die sogenannten Building Blocks, Bausteine. Genau, hier an der Stelle habe ich mir die Guck auf die Uhr Zeitfolie reingetan. Also wir haben ein bisschen Zeit, um uns auch Building Blocks anzugucken. Der erste wichtigste Baustein ist die Entity, das Ding. Manchmal hört man auch Business Object. Das sind die Arbeitsgegenstände, die wir finden in unserer Fachlichkeit, in unserer Domäne. Manchmal sind die auch gar keine Gegenstände, sondern sind irgendwie Konzepte, die vergegenständlichen wir dann dadurch, dass wir auch dafür eben auch die übernehmen in unser Ubiquitous Language, in unser Modell. Ja, was sind so Entities? Das sind irgendwie Objekte, die haben Eigenschaften wie sie haben eine Identität und sie existieren in der Zeit. Das heißt, sie werden irgendwann erzeugt, dann können sie oft ihren Zustand ändern und irgendwann werden sie wieder zerstört. Also sie haben einen Lebenszyklus. Und technisch gesehen kommt dann die Garbage Collection und räumt ab. Also Entity haben eine Identität und einen Lebenszyklus und oft können sie auch ihren Zustand verändern. Beispiel hier aus dem Hafen, der Peilplan. Typische Entity wird irgendwann erzeugt, nämlich wird gedruckt, wird irgendwann zerstört, wird nämlich weggeschmissen, wenn er zu alt ist. Und zwischendrin hat er tatsächlich auch einen änderlichen Zustand. Man kann nämlich so Markierungen da drauf malen oder darauf rumschreiben. Das will man auch tun. Andere Beispiele sieht man hier drauf. Zweiter wichtiger Baustein, die Value Objects. Bisschen schwieriger Name. Für mich ist ein Ding entweder ein Value oder ein Object. Aber also das Wichtige ist, hier geht es um Value, also darum, dass es Werte sind. Und was sind Werte? Na, Werte, die haben keine Identität. Werte sind so ein Stück weit Abstraktion, was Abstraktes. Und die existieren sozusagen außerhalb der Zeit. Also die haben keinen änderlichen Zustand. Sie sind ewig, in gewisser Weise. Also Werte, keine Identität. Und immutable. Beispiel aus dem Hafenkontext, die Tiefenzahl. So ein Ding, was wertartig ist. Die 11,5 existiert als abstraktes Konzept, auch wenn an dieser Stelle die Tiefe sich ändert. Wenn da morgen nur noch 11,4 Meter sind, naja, dann habe ich einen anderen Wert da. Aber der Wert 11,5 ist davon unbehelligt. Weitere Beispiele für Dinge, die zahlenartig sind oder wertartig sind und aus der Fachlichkeit kommen. Postleitzahl, IBAN, noch diverse andere. Beides, Entities und Value Objects, Entities und Values, wollen wir auch im Code haben. Also wir wollen unsere Fachlichkeit modellieren, wir wollen Klassen haben, die entweder Entities sind oder Value Objects. Gibt noch diverse weitere Bausteine, für die haben wir jetzt keine Zeit. Denn ich will euch noch ganz kurz zeigen, eine deutsche Spielart von DDD, WAM, der Werkzeug- und Materialansatz, diesen Büchern hier beschrieben. Die haben nämlich ein interessantes Konzept, nämlich das der sogenannten Entwurfsmetapher. Auch schon ein bisschen überkandidelter Name. Es klingelt. Entwurfsmetapher, was ist das? Lasst uns nochmal in eine andere Domäne reinschauen, in die Domäne des Nähens. Da sehen wir ein zentrales Konzept in dieser Domäne, ist der Stoff. Der wird da verarbeitet. Mit dem machen wir was. Das nennen wir Material. WAM, das M ist für das Material. Und dieses Material, das wird mit was anderem verarbeitet, mit einer Nadel zum Beispiel oder mit einer Schere und nach anderen Dingen. Sowas nennen wir Werkzeug. Ganz typisches menschliches Verhalten. Mit Hilfe eines Werkzeuges bearbeite ich ein Material. Das ist das W in WAM. Und dann gibt es noch solche Dinge wie die Nähmaschine, die stößt man an und dann verarbeiten sie einigermaßen selbstständig das Material. Die nennt man auch Automat. Und deswegen heißt das Ganze WAM, Werkzeug, Automat, Material. Das sind unsere drei Entwurfsmetaphern. Und das ist eine schlaue Idee, das auch in Softwareentwicklung zu übernehmen, sich die Dinge anzugucken, die man in der Wirklichkeit hat und zu klassifizieren, danach sind das Werkzeuge oder Materialien oder vielleicht Automaten und das auch in Software zu übertragen. Jetzt habe ich gesagt, es ist eine deutsche Spielart von DDD. Wo kommt jetzt die Idee ins Spiel? Naja, das Material, das ist ungefähr unsere Entity. Oder das ist genau unsere Entity. Das Material, das ist irgendwie was Passives. Und also hier in unserem Beispiel der Stoff. Und das Werkzeug, das ist eher was Aktives. Also richtig aktiv ist es auch nicht. Es macht nicht selber was, sondern ich mache mit Hilfe des Werkzeuges was, aber es ist irgendwie aktiver. Beispiel hier aus dem Hafenkontext ist dieser Marker. Das ist ein Werkzeug, mit dem bearbeite ich das Material Peilplan.
Das sieht man hier, ist auch in die Software übertragen worden, in so ein Touch-Interface. Hier oben sieht man, ist so ein Markersymbol, weil jetzt gerade dieses Markerwerkzeug an ist und dieser dünne Rahmen, der beschreibt, wenn ich da drin meinen Finger da drauf stecke, dann ist mein Finger der Marker. Noch besser ist es natürlich, wenn wir wirklich Werkzeuge auch haben, mit denen wir mit dem Computer interagieren können, irgendwie so Stifte, geht bei diesen großen Touchtischen da. Bisher noch nicht, weil jetzt fängt es gerade an, aber als wir die Software gebaut haben, noch nicht. Okay, also WAM, Werkzeugautomatmaterial, interessant darüber nachzudenken. Ich will noch ein bisschen genauer auch auf Strategic Design eingehen. Da ist es ja so im strategischen Design, wir stehen auf dem Feldherrnhügel und gucken uns die Domäne im Ganzen an und schauen, wie kriegen wir die aufgeteilt. Wir haben gesagt, die Teile wollen wir scharf abgrenzen, wir wollen eine scharfe Grenze haben und dann Bounded Contexts haben, abgegrenzte Kontexte. Warum machen wir das? Warum haben wir diese mehreren Modelle? Ja, weil wir nicht das hier haben wollen. Wir wollen nicht das unternehmensweite Datenmodell haben. Nicht das global-galaktische Modell, was dazu führt, wenn ich hier irgendwo dran drehe, dann stapelt es hier irgendwo. Wenn ich so scharf abgegrenzte Bereiche habe, dann kann das nicht passieren. Wenn ich meine Implementierung der Tiefenzahl ändere, hier in der Tiefenmessung, dann ist das, die Manöverplanung davon erstmal unabhängig. Solange ich keine Änderung an der Schnittstelle vornehme natürlich. Aber ich habe dann saubere Schnittstellen. Deswegen heißt es auch Schnittstelle, weil ich schneide da was in Teile. Ja, und dann kriege ich nicht das hier, nicht den Big Ball of Mud. Das ist das, was viele Systeme natürlich haben, wenn ich kein strategisches Design habe, wenn alles mit allem zusammenhängt. Und wenn man das dann in so Analysewerkzeuge reinjagt, dann sieht man das hier. Das schwarze Loch. Eigentlich sind das so Kästen, also das sind irgendwie Architekturelemente und die Striche sind Beziehungen zwischen den Architekturelementen. Und in der Mitte sind so viele Beziehungen, dass man nichts anderes mehr sieht. Da hat man eben wirklich so ein schwarzes Loch und die Metapher passt ganz gut, denn das hat eine unglaubliche Gravitation. Alles Neue, was ich in dieses System reinbaue, was mit irgendwas hier verbunden wird, ist sofort mit einem anderen verbunden und wird reingesaugt in das schwarze Loch. Das wollen wir nicht. Ja, und an der Stelle habt ihr vielleicht gemerkt, wer vorhin im Vortrag von Rabea war, da gab es diese Folie auch schon mal. Und wer jetzt ein Foto von mir macht, der kann so ein rekursives X zeigt eine Folie von Y, die eine Folie von Z zeigt, denn das ist eigentlich eine Folie, die ich von Carola geklaut habe. Und hier unten sieht man auch, sieht man jetzt leider nicht, it's all about the domain, honey. Da ist also wirklich, beißt sich die Katze in Schwanz. Okay. Man kann sich natürlich fragen, ist das hier eigentlich eine schöne Metapher? Also wollen wir wirklich, wenn wir so eine Herde von Kühen haben, die Kühe alle klein schneiden und so eine Aufteilung haben und auch so eine Teamaufteilung haben, also irgendwie die ganzen Köpfe zusammen und die Schwänze und die Beine und die Rümpfe? Irgendwie nicht. Ne? Das Doofe ist, das ist nur lebensfähig, wenn immer alles da ist. Nur wenn alle Köpfe und Beine und so weiter da sind, kriegt man das Ganze zusammen. Das wollen wir nicht. Wir wollen so einen Schnitt eigentlich haben. Wir wollen kleine, allein lebensfähige, bounded context, allein lebensfähige Systeme haben. Da kommen wir natürlich zu Microservices. So, das ist eine gute Idee, die man da machen kann. Und genauso was haben wir hier auch. Ne? Also diese drei Kontexte, die wir gemacht haben, Tiefenmessung, Manöverplanung, Titelvorhersage, die sind so gebaut, dass sie auch alleine leben können. Und das Spannende ist, warum ist das so? Ja, das ist in der Fachlichkeit auch schon so. Die sind in der Fachlichkeit auch schon alleine lebensfähig. Die Manöverplanung, die muss immer laufen. 24/7 auch an Weihnachten und an Silvester. Aber hier die Tiefenmessung und die Titelvorhersage, die arbeiten nur von 9 bis 5. Aber was der Trick ist, die sind natürlich asynchron miteinander verbunden. Also die Tiefenmessung, die macht eine Karte und druckt die aus und schickt die rüber an die nautische Zentrale. Und die nautische Zentrale, also die Manöverplanung, die arbeitet so lange damit, bis sie eine neue Karte kommt. Und das wollen wir auch in unser System übertragen. Das wollen wir auch in unser System übertragen. Und über hier Conway's Law springen wir mal hinweg. Denn ich habe ja gesagt, wir wollen das auch auf unser System übertragen. Und man kann sich dann eben fragen, wenn ich Bounded Context habe, will ich dann nicht noch einen Schritt weitergehen? Also es ist erstmal eine gute Idee, Bounded Context auch innerhalb eines Systems zu haben, also innerhalb eines Deployment-Monolithen. Aber ich kann natürlich von da dann auch relativ leicht in Richtung Microservices gehen und sagen, mein einzelner Bounded Context ist nicht mehr innerhalb eines Programms mit den anderen, sondern wird zu einem eigenen Programm. Die Schnittstellen dazwischen sind klar. Genau, also das heißt, eine Daumenregel ist, ein guter Microservices-Schnitt ist, wenn ich sage, ein Microservice ist ein Bounded Context.
Und ja, klar, jeder Bound Context kann seine eigene Architektur haben und so. Und ich habe dann diese unabhängige Deploybarkeit und kann sagen, ja, die Manöverplanung, die läuft weiter, aber ich beende mal die Tiefenmessung, weil ich eine neue Version ausspielen will, kann der Rest weiterarbeiten und wenn dann die neue Version kommt, kann ich auch weiterarbeiten. Okay, was wir dann nicht haben, ist das monolithische Gesamtsystem, das wollen wir nicht tun. Und warum wollen wir das nicht tun? Naja, Monolithen und Computer, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, jetzt will ich noch eine Sache zeigen, die ich mir von Simon Brown geklaut hat, was man hier sehen kann. Wie kommt man zu einem Microservice-System in dem Zusammenhang? Womit man oft anfängt, ist hier mit einem monolithischen Big Ball of Mud. Also die Farben sind nicht getrennt, sondern die sind zusammengemischt. Und es ist keine gute Idee zu sagen, wenn ich das hier habe, den monolithischen Big Ball of Mud, ich mache jetzt Microservices, ich verteile den ganzen Kram auch noch. Dann kriege ich nämlich das hier, das Schlimmste von allem, den Distributed Big Ball of Mud. Da habe ich alle Nachteile des Big Ball of Mud, alles ist mit allem zusammengehangen, plus alle Probleme, die durch die Verteilung kommen. Das will ich nicht tun. Deswegen, das, was ich zuerst erreichen will, ist das hier, Modularität. Manche nennen das Modulith, also ein modularer Monolith. Das ist ein Deployment-Monolith, also nur ein Programm, aber da drin sind klar abgegrenzte fachliche Bereiche dran. Und wenn ich sowas habe, dann geht es mir schon ziemlich gut. Und da kann ich dann überlegen, ja, vielleicht will ich jetzt auch noch Richtung Microservices, weil ich noch andere Vorteile davon haben will. Okay. Ja, zum Ende noch ganz schnell Literatur. Da gibt es die Folien. Das ist die Bibel. Die ist dick, wenn man es dünner haben will. Wie gesagt, hier, das soll man sich angucken. Wenn man mehr online was angucken will, es gibt so ein im Entwicklerkiosk so ein Dossier, wo man muss sich, glaube ich, anmelden, aber es ist kostenlos. Wer sich für WAN interessiert, hier, das sind WAN-Bücher. Wer sich Domain Storytelling mal angucken will, das empfehle ich sehr, sollte man mal tun, findet man unter domainstorytelling.org. Eventstorming, hatten wir jetzt keine Zeit, darüber zu reden. Und das sind Bücher, wenn ihr mehr so die Hands-on-Leute seid. Es gibt jede Menge Meetups dazu, inzwischen in Deutschland, auch eins hier in Hamburg, aber inzwischen auch in vielen anderen Städten. Und es gibt auch so eine Art Dachgemeinde, die deutschsprachige DDD-Community hat einen Twitter-Handle, aber vor allen Dingen einen Slack, wo einigermaßen aktiv diskutiert wird. Da lade ich euch gerne herzlich ein, da mal reinzugucken. Die organisieren auch eine Konferenz, aber dafür habe ich jetzt keine Zeit, darüber zu reden. Und wer jetzt sagt, Gottes Willen, er wird ja immer noch schneller zum Ende hin, und sagte, ein paar Fortschritte ist zu schnell, dann kommt in meinen Workshop, da haben wir 3 Tage Zeit. Ich habe hier vorne auch Flyer liegen, wer sowas mitnehmen will. Oder man kann das auch als Videotutorial kaufen. Und wo ich schon bei Werbung machen bin, tut was Gutes, geht Blut spenden. Und damit bin ich hier am Ende. Feedback könnt ihr mir dahin geben. Ich sage Dankeschön und the end. Und wir sind jetzt schon über die Zeit. Wer Fragen hat, kommt vielleicht gerne zu mir. Oder eine, machen wir eine Frage im Auditorium, wenn es eine gibt, die vielleicht für alle interessant ist. Nein, gibt keine. Doch. Ich kann es sonst wiederholen. Was ist mit, habe ich bisher verstanden. Ja. Ja, also die Frage ist, was ist mit Begriffen, die in einem Entwickler eine bestimmte Assoziation wecken, zum Beispiel hier Container, wie wir das ja da gesehen haben. Ja, da ist die Antwort, dadurch, dass der Kontext klein ist und wir klar machen, das Fachmodell ist abgetrennt von dem, was technisch ist, wollen wir eigentlich klar machen, hier sind wir in dem Bereich, dass wir von Fachlichkeit reden. Und wenn das nicht reicht, dann müssen wir es eben Fachcontainer nennen oder so. Okay, damit entlasse ich euch aber wirklich. Sonst kommt zu mir nach vorne. Danke.